Liebe Genossinnen und Genossen, eigentlich passt das ganz großartig an das, was gerade Katja gesagt hat. Und ich möchte auch bei der Preisverleihung Friedensnobelpreis einfach mal beginnen an die Europäische Union. Als dies verkündet wurde, ihr könnt euch entsinnen, gab es ganz unterschiedliche Stimmen. Die einen sagten, eine großartige, wunderbare Idee, Frau Merkel. Und andere geißelten die EU imperialistischer Machenschaften. Ich sage euch, der Kern liegt irgendwo dazwischen und beides trifft es nicht. Was sich aber tatsächlich dahinter verbirgt, ist eine entfesselte Debatte über die Zukunft der Europäischen Union, in die wir uns auch einschalten müssen und wo wir unsere Position klar machen müssen. Lasst mich über die Ambivalenz, in der wir gegenwärtig die Europäische Union erleben, einiges sagen. Einerseits ist die EU, da wisst ihr ganz genau, praktisch das einzige unter Staaten ausgehandelte Friedensprojekt der Welt seit 60 Jahren. Das ist irre, das ist ein riesiger Wert. Und den, liebe Leute, müssen wir verteidigen, trotz der Diskussion innerhalb der EU. Und zugleich, liebe Genossinnen und Genossen, wissen wir, dass trotz dieses Friedensprojektes es nicht möglich war, den Jugoslawienkrieg zu verhindern, der von der NATO geführt wurde. Und da müssen wir hinzufügen, die Außenpolitik ist momentan immer noch Politik der Mitgliedstaaten. Der Politik der NATO und der Mitgliedstaaten. Und wir müssen überlegen, ob die Entscheidungen einfach so verbleiben können und wie weit man sich tatsächlich auf europäischer Ebene sehr viel stärker gegen Kriege einsetzen kann und muss. Ich will euch ein zweites Beispiel nennen. Dass wir heute Antidiskriminierung als Menschenrechtsfrage definieren und entsprechende Gesetzgebung in unseren Mitgliedstaaten haben, zum Beispiel zur Geschlechtergerechtigkeit, gegen Rassismus, Antisemitismus, wenn wir Glück haben, Antiziganismus und sehr viel Glück gegen Homophobie. Das ist ein Verdienst auch der EU, die nämlich Standards für die Menschenwürde definiert hat. Und diese Standards, glaube ich, müssen wir auch heute verteidigen, liebe Genossinnen und Genossen. Aber zugleich, und es ist immer hinzuzufügen, zugleich müssen wir feststellen, ja, steht genau diese EU tatenlos gegenüber der Tatsache, dass eine beschlossene EU-Roma-Strategie zur Bekämpfung der Diskriminierung von Roma in den Mitgliedstaaten nicht umgesetzt wird von den Mitgliedstaaten. Da passiert nichts. Und auch das, glaube ich, müssen wir anprangern und sagen, so kann europäische Politik nicht weitergehen. Das muss verändert werden, dass Grundrechte überall gleich wirken und auch einklagbar sind. Und lasst mich ein drittes Beispiel nehmen. Die EU ist einerseits der einzige Wirtschaftsraum der Welt, der staatenübergreifend eine nachhaltige Förderung ärmerer Regionen vornimmt. Allein wir hier in Sachsen haben 40% unserer gesamten Infrastruktur mit EU-Mitteln aufgebaut. Das ist erst einmal Fakt. Und dies ist ein großer Wert für viele, viele Mitgliedstaaten, vor allem die Ärmeren, in die EU einzutreten. Wenn jetzt aber die gleiche Kommission, der Rat und vielleicht auch das Parlament es durchgehen lässt, dass künftig die Fördermittelpolitik daran geknüpft wird, dass Regionen, die in Mitgliedstaaten sind, welche eine Neuverschuldung von mehr als 3% im Jahr zustande bringen, weniger oder gar keine Fördermittel mehr kriegen. Wenn man dann das durchsetzt, dann konterkariert man den Wert europäischer Solidarität, von dem immer alle so lange reden. Das, liebe Genossinnen und Genossen, ist ein großes Problem und die Ambivalenz, in der wir die Europäische Union erleben und deswegen auch Kritik an ihr üben müssen. Und doch sage ich euch, gibt es eine ganze Menge zu verteidigen, zum Beispiel gegen die Vorhaben der Regierenden, speziell von Merkel, Westerwelle und dem großartigen Ratschef Rompuy, dem kleinen Belgier, der wirklich momentan eine sehr negative Rolle spielt. Ich sage das ganz bewusst, weil mich das ärgert. Und Vorschläge auf den Tisch gelegt hat, die wirklich kontraproduktiv sind. Jetzt will ich euch mal sagen, was momentan diskutiert wird, was wir gar nicht in unseren Mitgliedstaaten so mitkriegen. Die Verstärkung der Eurozone innerhalb der Europäischen Union durch eine Wirtschafts- und Währungsunion, die Überwachung der Haushalte und die Schaffung eines eigenen Haushaltes für die Eurozone. Wisst ihr, was das heißt? Das ist die Spaltung der EU. Das schlagen die momentan vor.
Die wollen zwei EUs haben, praktisch eine der Eurozone und eine der Rest-EU. Man könnte auch sagen, eine der reicheren Staaten mehr oder weniger und einer des restlichen Pöbels, der außerdem noch in dieser Europäischen Union sich herumtreibt. Kein Wort von Sozialunion, die wir wollen, kein Wort von Ausgleichsunion, die wir anstreben und ständig ein Wort von der Verstetigung der Austeritätspolitik, das heißt der Sparpolitik in den Ländern. Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen vor der Spaltung der EU. Ich will es mal so klar sagen. Darüber wird momentan debattiert. Und das würde auch heißen, dass die Europaabgeordneten wie ich, dass es zwei Klassen von Europaabgeordneten geben soll. Das ist eine Vorstellung, die diese Regierenden haben. Die einen in der Eurozone würden mehr zu bestimmen haben und die restlichen weniger. Wir hätten also zwei verschiedene Klassen von Europaabgeordneten und das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Wir müssen nicht nur um Demokratie in unseren Mitgliedstaaten kämpfen, sondern auch auf europäischer Ebene, liebe Genossinnen und Genossen. Noch ein Punkt will ich nennen. Merkel und Co. schlagen vor, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der Schaffung eines Binnenmarktes für Rüstungsindustrie. Liebe Leute, Rüstung hat lange Zeit in der EU als Wert logischerweise gar keine Rolle gespielt. Rüstung ist jetzt durch den Lissabon-Vertrag hofiert worden und Rüstungsindustrie soll jetzt künftig eine größere Rolle spielen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Liebe Genossinnen und Genossen, ich habe euch das genannt und vorgestellt, um euch deutlich zu machen, dass wir in einer neuen Situation uns befinden, dass wir momentan bestimmte Werte der EU eisern verteidigen müssen, dass wir gewissermaßen die Einheit der Europäischen Union, ihre Einheitlichkeit zu verteidigen haben. Und dazu müssen die linken Parteien in Europa Vorschläge unterbreiten. Und da kommt man noch mit Plattitüden nicht weiter. Ich will euch einen Vorschlag nochmal der Außenminister nennen, damit ihr wisst, worüber wir hier reden. Die schlagen zum Beispiel eine europäische Armee vor mit 300.000 Leuten. Die wollen also eine europäische Armee schaffen, Westerwelle und Co. Und ich vermute mal, dass die Linke dagegen ist. Ist auch in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob ich eine europäische Armee mir wünschen kann. Das macht mir Sorge. Aber was wollen wir stattdessen? Wollen wir stattdessen die 3,2 Millionen bewaffneten Soldaten, die wir momentan in den Mitgliedstaaten haben, so belassen, wie sie sind? Schwierige Sache. Ich denke mal, das wollen wir auch nicht. Was wollen wir denn dann? Wollen wir die Armee abschaffen? Okay, wir wollen die Armee abschaffen. Was wollen wir dann in Europa haben? Ein ziviles Bündnis, ein Verteidigungsbündnis, ein ziviles. Wenn wir das sagen, nehmen wir mal an, wir würden es tun, dann müssten wir aber sagen, mit wie viel Mann, wo soll die stationiert werden, auf welcher Ebene sollen die agieren? All das sind offene Probleme, über die wir ernsthaft reden müssen und die wir 8 Abgeordneten als Deutsche Linke im Europäischen Parlament uns nicht alleine ausdenken können. Wir müssen eines deutlich machen im Bundestagswahlkampf und im Europawahlkampf. Merkel, das ist die große Zerstörerin der Europäischen Union und das ist ein Grund, sie abzuwählen. Ein Grund, sie abzuwählen. Und unsere Antwort als Linke kann nur heißen, wir sind gegen die Abschaffung und gegen die Aufspaltung der EU in Eurozone und Rest-EU. Wir wollen ein Europa der Vielfalt. Wir wollen ein Europa der Vielfalt und das Ziel hat, den Ausgleich zwischen den Ländern und Regionen zu befördern und Armut zu bekämpfen. Das wollen wir. Das ist unsere Kernidee als Linke für Europa. Und wir verlangen eine wirklich radikale Demokratisierung und volle Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments und kein Zweiklassen-Europaparlament. Und wir müssen Volksentscheide und Bürgermitsprache auf europäischer Ebene zwingend erweitern in einer völlig neuen Dimension. Liebe Genossinnen und Genossen, ja, es geht um die Rettung der europäischen Integration und zwar jetzt. Um nicht mehr und nicht weniger. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn uns das nicht gelingt, brauchen wir uns nicht wundern, dass demnächst noch mehr Faschisten in das Europäische Parlament einziehen und in den nationalen Parlamenten. Denn dort, wo die europäische Integration aufhört, da sind die Faschisten da. Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen dazu eine stärkere Linke in Europa. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und daran ändert auch nicht die gute Arbeit, das sage ich jetzt als Delegationsleiterin, der 8 Mitglieder der deutschen Delegation Die Linke in der Vereinigten Linksfraktion. Wir machen unsere Arbeit. Wir haben vor 14 Tagen erstmalig eine Herbstakademie durchgeführt, mit dem Ziel, den Teilnehmerinnen unsere Arbeit in Brüssel näher zu vermitteln.
Das war ein guter Erfolg. Wir haben ein gemeinsames Arbeitsprogramm. Wir haben ein Gutachten zur Rechtmäßigkeit des Fiskalpaktes zustande gebracht, das große Beachtung gefunden hat. All das stimmt und reicht trotzdem nicht aus, um für die künftige Fraktion tatsächlich die Zeichen zu stellen. Wir haben in der Fraktion nicht nur aufgrund der unterschiedlichen politischen Familien, sondern auch darüber hinaus erhebliche Differenzen. Lasst mich zwei Dinge mal antippen, damit ihr wisst, worüber ich hier rede. Das ist, wir haben keine einheitliche Position zu den Menschenrechten. Es ist ganz einfach so, dass wir es nicht fertiggebracht haben, zu dem alljährlichen Menschenrechtspreis, dem Sacharow-Preis, einen Vorschlag zu unterbreiten. Ein Teil der Fraktion, beispielsweise die portugiesische Kommunistische Partei, spricht das so offen aus, weil hier massiv Druck gemacht wird. Und andere Delegationen sind der Ansicht, dass Menschenrechtsfragen grundsätzlich instrumentalisiert würden. Und sie stimmen daher gegen jede Resolution, die mit Menschenrechten zu tun hat. Das stellt uns in die rechte Ecke. Und das können wir so nicht länger machen. Ein anderes Beispiel ist unser Gutachten zum Fiskalpakt. Als unsere Fraktionsvorsitzende vorschlug, mit diesem tollen Gutachten, das uns eindeutig bescheinigt, dass der Fiskalpakt EU-Recht verletzt, in das Parlament zu gehen, Unterstützer zu werben für ein EU-Gutachten, das den Weg öffnet für eine Klage gegen den Fiskalpakt, gab es Einzelne, die etwas ganz anderes sagten. Wir seien ja gegen den Lissabon-Vertrag, deshalb ginge es nicht, wenn ein Gremium der EU, nämlich der Europäische Gerichtshof ist damit gemeint, benutzt würde, um rechtlich gegen den Fiskalpakt vorzugehen. Das sind ernsthafte Argumente und ich konnte in dieser Diskussion nicht lächeln. Damit würde man den Lissabon-Vertrag legitimieren. Und ein Kollege beispielsweise antwortete uns, es war der Dänische, er sei ja ohnehin für den Austritt aus der EU und insofern wäre das vorgeschlagene Vorgehen nicht wichtig. Liebe Genossinnen und Genossen, ich rede von diesen Problemen, nicht den kleinen Streitigkeiten, die wir haben. Und ich sage euch, diese Probleme können wir als Fraktion unter uns nicht lösen, müssen die Parteien in die Hand nehmen. Die Parteien müssen ins Gespräch können, die linken Parteien. Wir brauchen eine neue Struktur für die künftige Fraktion, sonst wird es 2014, ich wiederhole das, sonst wird es 2014 keine vereinigte Linksfraktion im Europäischen Parlament geben. So sieht die Sachlage aus. Das ist übrigens umso notwendiger, als europäische Parteien zur Europawahl 2014 künftig einen gemeinsamen europäischen Spitzenkandidaten aufstellen sollen. Das sieht das Wahlverfahren vor. Wir müssen also einigen. Wir müssen, ob Kommunisten, ob Reformisten, ob linksgrüne nordische Parteien, völlig egal, wir müssen einen Kandidaten aufstellen. Also das muss man erst einmal zustande bringen. Und die dafür notwendigen Entscheidungen müssen die Parteien natürlich treffen. Niemand sonst auf der Welt kann das machen. Und es gibt noch etwas, liebe Genossen und Genossen. Die Europawahlen werden nächstes Mal nicht stattfinden, zeitgleich mit den Kommunalwahlen. Letzte Woche, also eigentlich diese Woche, haben die Präsidenten, also die Fraktionsvorsitzenden, beschlossen, die Wahlen an einem gemeinsamen Termin in Europa zu machen, nämlich in der Zeit vom 22. bis 24. Mai. So, das heißt, wir haben in Sachsen dann Europawahlen, dann haben wir Kommunalwahlen. Das will nicht nur vorbereitet sein, sondern darauf müssen wir uns insgesamt einstellen. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, Bundestags- und Europawahlen zusammenzuführen. Und jetzt sage ich etwas für meine Person und ich glaube, ich kann es für alle acht sagen. Es ist schön, wenn wir nächstes Jahr im Europaparlament tolle Änderungsanträge formulieren und dafür kämpfen. Aber nächstes Jahr gehören wir hierher. In den Bundestagswahlkampf zur Unterstützung der Bundestagskandidaten. Das sichere ich euch zu. Denn unsere Aufgabe als Linke besteht darin, das ist gar nicht so einfach, den Menschen deutlich zu machen, dass sie angesichts der Krise, die auf uns zukommt, die eigene Haut gar nicht retten können, wenn wir sie nicht gemeinsam retten in Europa. Lasst uns also mit Ehrlichkeit, mit Visionen und klugen, praxisnahen Vorschlägen in die Wahlkämpfe gehen. Ich werde tun, was ich kann dafür. Und ich hoffe, wir tun das alles gemeinsam. Danke.